Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Klassenvideo für Guild Wars 2, präsentiert von Guild Wars Core.de. Ich bin der Chaosmol und ich zeige dir heute mal den Nekromanten. Der Nekromant selber ist ein Fernkampfmagier, der leichte Rüstung trägt. Seine Spezialfähigkeit ist es, sich in einen Todesmantel zu verwandeln. Hat er diesen Todesmantel aktiv, bekommt er besondere Fertigkeiten und verliert kein Leben. Aber ich würde sagen, bevor wir uns hier weiter dem Gemetzel zuwenden, werfen wir erstmal einen Blick auf den Talentplaner. So, wir befinden uns jetzt hier im Talentbaum des Nekromanten und den Nekromant selber habe ich einem Stab in die Hand gegeben. Das Interessante beim Stab ist, dass man Zeichen auf dem Boden zeichnet und damit diese ausgelöst werden, muss ein Gegner halt hindurchlaufen und man hat nur eine direkte Angriffsfertigkeit und das ist die Einserfertigkeit. Die zweite Waffe, die ich ihm gegeben habe, sind zwei Dolche. Falls ich mit den Nekromanten mal in den Nahkampf gehen muss, habe ich eben halt mit dank den zwei Dolchen eine Möglichkeit, mich zu verteidigen. Nutze ich aber etwas seltener als den Stab. Die sechste Fertigkeit ist der Brunnen des Blutes. Ich beschwöre selber einen Brunnen und der heilt meine Verbündeten und mich selber in der näheren Umgebung. Einmal direkt am Anfang und dann eben halt jede Sekunde ein gewisses Maß. Die siebte bis neunte Fertigkeit sind Diener, die ich beschwöre. Da ich ein Nekromant bin, der eben halt mit Diener arbeitet, habe ich eben halt mir drei Diener-Skills dazu geholt, die dann eben halt meine Bedürfnisse im Kampf abdecken gegen verschiedene Feinde. Als Elite-Fähigkeit habe ich mir die Lichtgestalt geholt. Ist halt eine sehr mächtige Gestalt, indem ich mich in ein Licht verwandle und eben halt besondere Kräfte und so bekomme. Das war soweit die beste Fertigkeit des Nekromanten. Für mich persönlich. Und ja, die ersten 10 Punkte bei den Eigenschaften habe ich in Flüche gepackt. Die Präzision des Schnitters. Bei kritischen Treffer erhalte ich Lebenskraft. Ich kritte relativ gut und somit immer mal wieder ein bisschen Leben zu bekommen, kann nicht schlecht sein. Im PvE wie auch im PvP. Da habe ich 30 Punkte in Todesmagie gesetzt. Da habe ich den Dienermeister geskillt. Dienerfertigkeiten werden 20% schneller aufgeladen. Bei meinen ganzen Dienern natürlich eine super Wahl. Dann habe ich die Stabbeherrschung. Stabfertigkeiten werden 15% schneller aufgeladen. Das gilt bei den ganzen Stabfertigkeiten natürlich auch eine gute Wahl. Zum Schluss noch die Todesnova. Wenn ein Diener stirbt, explodiert er in eine Giftwolke. Passiert im PvE wie auch PvP öfters mal, dass er stirbt und somit ist ein bisschen extra Schaden nicht schlecht. Besonders weil im PvP sich die Diener sich gut überlegen müssen, ob sie meine Pets angreifen oder nicht. Die nächsten 30 Punkte habe ich in Blutmagie geskillt. Da habe ich die ersten Punkte im Blutdurst gepackt. Leben abzapfen wird wirksamer. Also jedes Mal, wenn ich irgendwo mir Leben herhole, bekomme ich wesentlich mehr Leben zurück. Im PvE und PvP eine super Sache. Die zweite Fertigkeit ist Meister des Vampirismus. Diener zapfen Leben ab und übertragen es auf euch. Funktioniert mit der Fertigkeit davor im Einklang. Und das ist natürlich eine super Sache bei den ganzen Dienern, die ich besitze. Und das letzte ist übelriechendes Verschlingen. Diener ziehen Zustände. Also immer wenn ich irgendwo einen Zustand auf mir habe, werden alle paar Sekunden diese auf meine Diener übertragen. Und somit hat man dann ein sorgenfreies Leben. Und ich würde sagen, wir wechseln mal wieder in-game. Der Vorteil dieser Skillung ist es definitiv, dass ich eine Menge Leben zur Verfügung habe. 28.000 ist es zurzeit, das ist eine Menge Holz. Der Nachteil wiederum dieser Skillung ist es, dass ich relativ wenig Sofortschaden zur Verfügung habe. Mein Ziel ist es wirklich, die Gegner langsam mit Schaden über Zeiteffekten und meinen Dienern zu vernichten. Das dauert zwar ein bisschen, aber dank der starken Absaugeffekte und des hohen Lebens ist das alles kein Problem. Und auch sonst muss ich sagen, ist der Nekromant sehr, sehr stark. Ich hatte bis jetzt noch keinen wirklichen Gegner gefunden, der mir im 1 und 1 gefährlich werden könnte. Auch hier der Elementarmagier hat keine Chance und er schafft es auch beinahe nur, weil sein Diebfreund um die Ecke kommt. Aber auch der Dieb ist für mich kein Problem. Ich schicke ihn jetzt dank meiner Furchtfertigkeit hier über den Jordan. Und kann mich dann mit meinen restlichen Lebenspunkten noch um den Elementarmagier kümmern. Also auch die Situation war jetzt kein Problem wirklich für mich. Ich muss sagen, in Gruppenkämpfen entwickelt der Nekromant eine richtig starke Dynamik, da er nicht nur Dots auf die Gegner packt, sondern auch Debuffs, die den Schaden und so erhöhen.
Und dadurch könnt ihr meine Verbündeten schalten und walten, wie sie wollen, und richtig viel Schaden verursachen. Und wenn ich Glück habe, gehen denn die Gegner noch auf mich, was mich aber dank des großen Lebenspools nicht wirklich stört, wie es ja gerade der Krieger tut. Und meine Verbündeten können weiter auf ihn einschießen. Das war der Nekromant. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Klassenvideo wieder. Bis dann!